Hallo ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wo ich heute unterwegs bin, dann bleibt einfach dran und kommt mit. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag hier vom Wanderfritzen. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Film hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder ein Ausflug wieder in die Sächsische Schweiz. Ich bin heute in Langhennersdorf unterwegs und zwar am Felsenlabyrinth. Das ist eine Art Labyrinth hier in den Nickelsdorfer Wänden. Sehr spektakulär hier in dieser zerklüfteten Felslandschaft, sage ich mal so. Und das ist auf jeden Fall was für die großen und kleinen Kinder, und ich denke auch für jeden ist das hier machbar und schaffbar. Es gibt verschiedene Wege. Man kann natürlich auch das komplette Labyrinth laufen. Das beginnt hier bei der 1, ist ausgeschaltet mit Zahlen. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mit. Ihr setzt euch entspannt auf die Couch, lehnt euch entspannt im Sessel zurück. Kaffee und Kuchen nicht vergessen. Ich würde sagen, es geht los. Parken kann man hier mit seinem Pkw direkt am Anfang des Labyrinths auf einem kleinen Parkplatz hier direkt am Feldrand. Das Labyrinth ist eine Felsgrube in der Sächsischen Schweiz, östlich von Langhennersdorf, am Südende der Nickelsdorfer Wände. Es steht als Flächennaturdenkmal seit 1979 unter Naturschutz. Und da wir uns natürlich hier in einem Naturschutzgebiet befinden, möchte ich euch noch darauf hinweisen, euch dementsprechend auch zu verhalten. Schreit nicht allzu laut rum, genießt lieber die Natur und die Sachen, die ihr hier mitbringt zu eurem Verzehr, nehmt ihr natürlich auch die Umverpackung wieder mit. Oder hier, habt ihr es ja auch schon bereits im Bild gesehen, gibt es auch Mülltonnen, dort wo der Müll eben hineingehört. Also in diesem Sinne, denkt einfach dran und die Natur wird es euch danken. Geht's hier los. Hinter mir seht ihr schon die Leiter. Es sind zwei Leitern, die etwas steilere Leiter. Das ist die in den, das ist der Eingang, und die hinten rauskommt, das ist der Ausgang. Was das mit diesen Leitern auf sich hat, das zeige ich euch gleich mal. Das ist nämlich schon ganz am Anfang schon spektakulär und sollte man nicht verpassen. Also ich würde sagen, es geht los. Schon ein bisschen kriechen am Eingang. Es ist schon sehr eng. Also für Kinder ist das überhaupt kein Problem. Aber ich mit meinen 1,90 war das schon ein bisschen zur Tortur. So, ein bisschen vorsichtig, hier ist alles ein bisschen feucht. So, und dann kommt man hier vorne raus. So. Hier muss man durch, da ist dieses enge Loch. So, ihr Lieben. Und da sieht man schon so ein bisschen. Das ist das legendäre Felsenlabyrinth. Genau, ich habe gerade geguckt, es geht bis zur Nummer 29 oder 30. Also, wir haben schon einen kleinen Weg vor uns. Gut, ihr Lieben, ich kletter hier erstmal runter. Seinen Namen erhielt das Labyrinth wahrscheinlich in der Zeit der Romantik. Die Felsen des Labyrinths sind meist nur 5 bis 15 Meter hoch. Sie bilden durch ihre starke Erosion, Zerklüftung
bildeten die dadurch entstandenen Spalten ein schwer durchschaubares Felsareal. Für Besucher wurde ein nummerierter Pfad durch die Felsspalten angelegt. Es kann aber auch abseits der angelegten Wege erkundet werden. Das gesamte Areal des Labyrinths ist etwa 3,5 Hektar groß. So, ihr Lieben, jetzt könnt ihr euch entscheiden, wo der Schwein, oder da. Okay? Ja, ich entscheide mich für uns.
So, ihr Lieben, jetzt haben wir es geschafft. Die Nummer 29. Wir sind am Ausgang angekommen. Entweder geht es jetzt hier raus, das ist ein ganz schmaler Gang, das zeige ich euch gleich mal. Oder wir können hier oben noch auf das Plateau steigen, also hier auf diesen großen Felsen. Das ist eine riesengroße Fläche da oben, da hat man wunderbare Möglichkeiten zum Sitzen und nochmal eine kleine Rast zu machen. Gut, ich entscheide mich für das Plateau, da geht es jetzt hinauf und dann mache ich eine kleine Rast und dann geht es hier durch den Ausgang wieder nach draußen. Also auf geht's! So ihr Lieben, ich hatte euch ja gesagt, die Felsen hier, das Felsenlabyrinth ist ja für jedermann gedacht. Ihr habt es ja am Anfang gesehen, es gibt einen Eingang über eine Leiter und auch einen Ausgang. Das sind zwei schmale Felsspalte, wo der ein oder andere vielleicht nicht durchpasst oder nicht mehr durchklettern kann, aufgrund vielleicht gesundheitlicher Probleme. Es gibt einen Alternativweg, quasi einen dritten Weg. Und zwar, wenn man hier rumkommt an der Nummer 28, 29, geht man quasi nicht Richtung Ausgang oder Plateau, sondern einfach geradeaus weiter. Das ist sozusagen hinter mir. Da kann man ja einmal an der Felswand entlang gehen und kommt dann quasi an dem Ausgang an dieser kleinen Leiter wieder raus. Kann man natürlich auch als Eingang nutzen, weil wenn man hier runter geht an der 29 oder 28 einfach gerade durch, da ist man ja schon am Eingang. Also, wer das vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht so schafft oder eben dort nicht durchklettern möchte oder auch nicht mehr durchpasst, so wie ich bin auch etwas größer geworden, als Kind war das wesentlich einfacher. Der nimmt halt hier Alternative 3. Also ihr seht, für jeden ist das hier machbar und schaffbar. So ihr Lieben, ich habe es geschafft, ich bin jetzt hier oben auf dem Plateau angekommen, habe ja auch schon eine kleine Rast gemacht und was getrunken, was gegessen. Mein Fazit für heute, ich muss sagen, für jeden ist das hier schaffbar und machbar und ich habe es euch ja bereits gezeigt, für die, die hier nicht durch diese beiden Felsspalten durchklettern möchten oder nicht mehr durchpassen oder gesundheitlich es einfach nicht mehr können, gibt es diese dritte Alternative, einfach außen rum gehen, dann könnt ihr auch das Labyrinth besuchen. Ansonsten für Große oder Kleine ist das natürlich wunderbar hier, vor allem für die kleinen Wanderer oder Kletterer, die können ja nach Herzenslust toben oder die Wege erkunden, also einfach wunderbar. Gut ihr Lieben, ihr könnt mich hier auf meinem YouTube-Kanal gerne abonnieren, schreibt was in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video gefallen hat und natürlich für die, die richtig cool sind, die betätigen einfach mal die Glocke, dann verpasst ihr einfach in der Zukunft nichts mehr. Ihr könnt mich auch auf Facebook besuchen, dort ein Like dalassen und natürlich auch was kommentieren. Und bei Instagram seht ihr wie immer das ein oder andere Foto. Für heute bleibt noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder pünktlich samstags 15 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Film. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende und natürlich einen guten Start in die neue Woche. Und wir sehen uns in 14 Tagen. Tschüss, sagt euer Wanderfritze.